Hallo und willkommen zu einer neuen Folge RimWorld. Neue, alte Folge, man weiß es nicht. Ich habe es in der letzten Folge erklärt. Wir sind etwas in der Zeit zurückversetzt worden. Durch ein kleines, nennen wir es mal, Problem mit den Spielständen. Deswegen ist hier ein bisschen was zurückgeworfen worden. Wir sind ein bisschen weiter zurück als vorher. Aber das soll der ganzen Sache keinen Abbruch bringen. Ich gebe mein Bestes, dass das dann weiterläuft. So. Ihr baut alles ganz brav. Warum repariert eigentlich keiner irgendwas? Weil wahrscheinlich so viel zu bauen immer ist. Mining macht das vielleicht auch niemand. Ich muss hier mal überprüfen, was hier so abgeht. Der Tobi, der soll jetzt auch Cleaning machen, aber eigentlich könnte ich vom Cleaning wegholen, weil hast du nicht nötig. Macht jetzt die Antonia, die rennt jetzt überall rum und macht sauber. Du liegst ja eben im Bett und chillst, von daher. Infection Major. 37% Immunität. Wenn jetzt der Tobi noch an dieser blöden Infection stirbt, dann werde ich dann doch etwas umgehalten werden wahrscheinlich. Geht alle schlafen, Denise kocht. Kühlschrank ist einfach ziemlich voll. Was für Essen kochst du eigentlich gerade so? Fine Meals. Koch mehr, Denise. Los. Wir brauchen mehr Futter. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum hat sie das jetzt dahin gelegt, wo hier ein Dreierstapel ist? Oh, irgendjemand fängt an, Sachen zu reparieren. Okay, alles keine schlimmen Sachen. Und Sachen, die absolut verständlich sind, sagen wir es mal so. Ihr frisst schön die Baumwolle, das ist auch okay. Und Denise zockt eine Runde. Wie geht's Tobi? 75%, okay. Wie sieht's aus? Ja, so lange wird's halt mal. Können auch mal hier, scheinbar ist es nicht eingestellt, doch Kibbel. Kibbel wird produziert, aber noch mehr Kibbel. Nicht mehr suspenden. Ich will Kibbel haben. Jetzt wo ich so viel Essen habe und beim Kibbel nicht take to best, sondern drop on floor. Haben wir jetzt irgendjemand, der noch kocht? Nee, wir haben jetzt sonst keinen Koch mehr. 5. Rita. Was machst du gerade? Pflanzt gerade. Bringt aber nichts.
Was braucht man für Kibble? Ein bestimmtes Level? Nö. Mami Kibble ist aktiviert. Severe Illness. Tobi! Bleib in deinem verschissenen Bett liegen. Und selbst wenn du Hunger hast, da kommt jemand und bringt dir dann dein Essen. Kommt doch gerne, Antonia, und heil dich. Tobi, ziemlich verarschen eigentlich gerade. Ist ja voll Idiot. So, jetzt kannst du aufstehen. Jetzt hast du deine Immunität. Das ist mir alles egal. Dann könnt ihr das Krankenhaus jetzt wieder abschalten. Hier wurde wahrscheinlich sehr, sehr lange nicht aufgeräumt. Also wie sie einfach zu tun hat, damit dass das einigermaßen wieder in Ordnung geht. Wer ist denn unser Hunter, der wirklich zum Jagen da ist? Christine trifft halt nichts mehr mit ihrem komischen Auge. Komm, lass mal Tobi mal. Dem müssen wir uns wieder eine Waffe geben. Der pennt jetzt hier, oder was? Resting. Warum er sich jetzt da hinlegt zum Pennen, ich verstehe es nicht, aber... Oh, ich will jetzt für mich jetzt nach unten. Oh, ganz schön kalt da drin. Wie viel Material habe ich eigentlich hier? Stil? Habe ich ganz schön viel. Kann ich jetzt mal hier...
Geothermal reinbauen. Das hier kurz mal suspend und der Rita jetzt sage, ja, jetzt kümmert sich darum, dass sie das Zeug braucht. Ist denn ernst? Was seht ihr mit dem Kibbel? Jemand hat's. Wo trägst du das hin? Hier. Hä? Ich hab doch das Kibbel hier. Hm, glaub ich nicht. Zu den Tieren Kibbel geben ist eigentlich ziemlich praktisch. Okay, jetzt kannst du gleich aufhören. Machst du noch eine Runde. Jetzt hörst du auf. Trinkst Milch jetzt. Mhm. Oh fuck, weil es kein Essen mehr gibt. Denise kocht ein Essen. Was macht sie damit? Essen, hey. Und kocht immer eins und dann. Aber der Kühlschrank voll ist. Und das ist natürlich bitter. Eieiei, ein voller Kühlschrank, dass ich das noch erleben darf. Oder ich muss mir noch einen zweiten, eine zweite Küchenstation hinbauen, dass ich im Kochen nachkomme. Essen ist nun mal mit das Wichtigste. Marcel hat auch keine Waffe mehr. Hier, nimm die Schrotflinte. So ein Finsternis tut mir jetzt nicht so weh. Oh, das Ding ist schon fertig. Schließen das mal an. Dann kann ich die hier wegmachen. Es wird wieder ein bisschen wie vorher. Es geht schlafen. Wie viel Essen haben wir? Wir haben keine Mahlzeiten, kann das sein?
Ich brauche noch jemanden, der noch kochen kann. Komm, Christine, was kann die denn? Smithing, Tailoring, Crafting? Ich baue noch eine Assault Rifle. Wenigstens haben sie Milch. Langsam räumt hier unten mal auf, das ist schon mal ganz gut. Ich komme jetzt hier mal ein paar Mahlzeiten bei rum. Wenn nicht immer irgendwo hinrennt und sich irgendjemand anderen kümmert. Clean. Ich glaube, kochen bleibt ihr Hauptjob. Schon wieder komplett zurückgefallen, bevor sie das nächste anfangen kann. Also ein bisschen, okay, ein bisschen funktioniert's. Wenn sie sich einfach zwei Stapel da hinlegen könnte, wie viel sie braucht, und dann einfach da durchkochen würde und nicht jedes Mal kochen dahin rennen würde, Mensch, wäre das ein tolles Spiel. Ich glaube, das bleibt ein Traum. Mahlzeiten haben wir 7. Dann reicht es fast gar nicht wahrscheinlich. Wenn die alles wegfressen. Die Fressecke. Antonia ist immer noch am schönen Aufräumen die ganze Zeit. Ein wichtiger Job, der getan werden muss. Ah, hier wird wieder abgebaut. Was wird hier hergestellt? Klammer.
Marcel geht's nicht gut. Warum? Ah, weil er sich die Leichtung angeguckt hat, wahrscheinlich. Passiert. Können wir jetzt mal auf mehr als 7 Mahlzeiten kommen? Weil die Wege so weit sind. Ich muss halt auch gar nicht anfangen, hier die Viecher zu schlachten, weil genug hier rumliegen. Granit. Ja, komm, liegt direkt hier unten. Ich werde es euch nicht verbieten. Denise kocht weiter fleißig. Sie hat immer mehr dann doch. Tonja rennt hier die ganze Zeit rum, muss aber machen. Das ist eine Scheißarbeit. Infestation. Okay, wollen wir uns direkt drum kümmern? Ach komm, machen wir das. Kann Antonia kämpfen? Ja, hat aber keine Waffe. Das kann ja nicht sein. Oh, alle da unten gewesen. Raus. Wow, was sind es denn so viele? Das habe ich nicht gedacht, dass das hier so greift einen Tobi an. Ihr kämpft hier oben noch. Eieiei. Dizzy rennt weiter.
diese hier aufzurennen. Mach den Scheiß kaputt. Yes, haben wir das auch geschafft. So, hier lösen wir jetzt mal das Insect Meat noch aus. Das macht die nämlich unglücklich, wenn die was mit Insect Meat essen. Und dafür können sie es dann hier verwenden, für das Tierfutter. Echt noch jemand, der kochen kann, ey. Da kümmert sich auch keiner ums Heilen. Was ist denn der Shuddy? Den Christine da schon wieder gemacht. So. Macht die Wohnung wieder schön. Immer der rechte Zeigefinger ist abgeschossen worden. Das ist ärgerlich. Naja, zum Putzen sollte es trotzdem reichen. Oh, da sind wir verdrogen.
Hoffentlich funktioniert das mal mit dem Essen jetzt. Diese rennt über die Zimmer, weckt alle einmal. Prozent Recruitment Chance, das ist auch gut. Oh, eine verrückte Schildkröte. Das stört mich jetzt nicht so. Nochmal ein Tier dazu. Jo, was ist denn mit euch wieder los? Irgendjemand beleidigt dich. Kann einer von den beiden kochen? 5, brenne Leidenschaft. Ich will dich beide haben. Fangen sie jetzt schon mit Lavish Meals an, aber wo sind denn die Fine Meals? Oh, guckt sie denn jetzt Lavish Meals? Mhm. Ich verstehe es nicht. Was bewegt sie dazu, Lavish zu kochen und keine feinen Meals? Fünfzehn bis 20, da bist du doch drin. Machen. Die anderen freuen sich. Die Gefangenen leider auch. Jetzt war das Simple Meal.
Oh, wir haben kein Fleisch. Nee, ja, wir haben wirklich kein Fleisch. Weil ich das suspendet habe. Na, die werden wenigstens fertig. Jetzt habe ich gecheckt, was das Problem war. Warum wirst du denn beleidigt, Marcel? Dem hat doch keiner was getan. Oh, jo. Das ist in Medizin. Joints produziert worden. So muss das sein. Und was machst du jetzt? Du kochst weiter mit. Jo. Prioritäten sind echt wild. Da kommt auf jeden Fall was bei rum. Hörst du auf, priorisierte Arbeit zu machen, sondern machst das, worauf du Bock hast. Geh jetzt eh gleich schlafen. Christine macht wieder weiter Joints. Und so richtig viele. Und so ist es eine Produktion. Direkt nebeneinander. Poison Chip. Yo, bitte in meine Basis. So, da bauen wir mal fürs Verteidigung hin, dass wenn da was kommt, dass wir es dann direkt zerschießen können. Yay, new recruit.
Das ist doch schön. Wall machst du nicht, Handle machst du nicht, Cook machst du nicht, Hand. Ja, wir können ja mal eine Waffe geben, dann kümmerst du dich da mal irgendwann drum. Ich kein Sturmgewehr mehr. Den Klopp. Researchen und Shooting. So, Klopp soll forschen. Construction, nö. Grow, nö. Mine, nö. Plant Cutting. Nö, nö. Ja, dumme Arbeit kannst du machen. So. Auch einen Job bekommen. Dislikes man. Die Verteidigung steht noch nicht ganz. Also bald sie steht, stellen wir uns dann auf und fangen einen Krieg mit denen an. Ich hab doch immer sogar auch EMP-Granaten, oder? Frag, 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 EMP. Du hast immer noch keinen Bock, Tiere zu schlachten, Denise. Oh, so viel Kibbel gemacht, weil es nicht dahin getragen wurde, wo es hingehört. Und deswegen... verstehe. Naja, komm. Gibt's halt mal ein paar Simple Meats, dass wir einfach mal ein bisschen was da haben. Ist immer noch besser als Probleme zu bekommen, weil wir nur ganz tolles Essen machen wollen. Die machen halt wenigstens einfach nur satt. Oh, da muss aber kein Kibbel rein. In den Freezer. Daraus schleppen. Was machst du hier so? Building Snowman. Komm, wir kümmern uns jetzt mal hier um das Alien-Raumschiff. Und wenn das letzte ist, was ich diese Folge tue. Roman, hol dir mal bitte die Granaten. Nicht hoch, der holt jetzt seine Granaten ab und geht jetzt auch hier hoch.
haben wir denn Marcel schon wieder unterwegs? Zwei Leute am Boden. Ach Mist, jetzt habe ich die gar nicht kaputt gemacht, das Ding. Das muss hier noch kaputt gemacht werden. Das ist nochmal. Kann es wohl nicht sein, dass du es nicht schaffst, die Dinger da abzubauen. Gut, jetzt hat er es abgekriegt, das Ding. Wieder nicht geschafft. So, jetzt kannst du dann ausschalten dann. So. Dann haben wir das jetzt geschafft, da, mit den die Viecher weggemacht. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ich mache jetzt mal wieder eine Pause. Und hier kommt jetzt mal noch das Holz hin. Clear all. Wood. Important. So. Nicht den Ernst, sonst. Na egal. Was auch immer Denise da macht. Es bleibt ihr Geheimnis.
brauche sogar noch ein bisschen mehr, sonst würde sie nie den Kram hinten nehmen. Aber wenn ihr das Spaß macht, dann macht das so. Wieder Cargo-Pots. So. Jetzt reicht's aber langsam. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Und weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.